Wir stehen hier in Frutigen im Berner Oberland vor der Firma Elektroplan Buchs und Grossen AG und der Firma Elektrolink. Beides zwei Unternehmen, die im Nationalrat der GLP, Jürg Grossen, gehört. Und wir wollen ihm ein paar Fragen stellen zum Mindestlohn und wie er das so sieht mit Sozialpartnerschaft. Wem seid ihr? Von der Gewerkschaft Unia. Im Abstimmungskampf gegen die Volksinitiative 6 Wochen für alle bezog Jürg Grossen wie folgt Stellung. Statt einer starren Regelung sollten wir weiterhin auf die bewährte Sozialpartnerschaft und flexible Arbeitsmodelle setzen. Selbst nimmt es Jürg Grossen nicht so ernst. In seinen beiden Unternehmen sind bis heute keine Gesamtarbeitsverträge unterzeichnet worden. Wir stehen jetzt hier vor der Elektroplan Buchs und Grossen AG und gehen rein zusammen schauen, ob der Jürg Grossen da ist und bereit ist, ein paar Fragen zu beantworten. Wir würden euch gerne schnell ein paar Fragen stellen. Wir könnten doch miteinander einen Termin vereinbaren, weil ich sollte gerade wieder gehen. Ich bin nicht rasiert, ich habe keine Kleider an, sollte ich ein Kinderinterview. In einem Brief erinnert Junia Jürg Grossen an seine Aussagen zur Sozialpartnerschaft. Umso erstaunter sind wir über den Umstand, dass Sie als Unternehmer keinen Gesamtarbeitsvertrag für Ihre Firma abgeschlossen haben. Wir nehmen Sie beim Wort und bieten Hand für eine sozialpartnerschaftliche regionale Lösung. Gerne würden wir mit Ihnen einen Gesamtarbeitsvertrag aushandeln, der anständige Mindestlöhne beinhaltet. Bis heute hat Junia keine Antwort erhalten. Wir sind hier unmittelbar vor dem Gebäude. Der Jürg Grossen hat uns eine knappe Stunde vertröstet und er doch nur 30 Sekunden wollte reden, beziehungsweise nicht reden. Er hat nämlich jegliche Auskunft verweigert, wir konnten auch nicht filmen. Es scheint, als würde man im Berner Oberland nicht so ernst nehmen mit der Sozialpartnerschaft. Also wir reden öffentlich sehr viel gegen Mindestlohn, aber setzen dann doch nicht auf die Sozialpartnerschaft.